Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Lookfantastic Black Friday Edition. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ist noch komplett eingepackt. Ich habe noch gar nicht reingeschaut. Ich habe schon gesehen, dass die ein oder andere schon ein Unboxing gemacht hat, aber sie ist heute erst bei mir eingetroffen und ich möchte sie gerne mit dir zusammen aufmachen. Und ich habe tatsächlich zwei davon. Das heißt, eine davon kannst du in diesem Video tatsächlich gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau einfach mal vorbei. Und ja, ne, ich meine, das Wichtigste ist einfach, die Verlosung ist wie immer an meine treuen Abonnenten. Also solltest du schon Abonnent meines Kanals sein oder es jetzt einfach mal werden. Ne? Ja. So, ich mache jetzt einfach mal eine der beiden Boxen auf und dann gucken wir mal zusammen rein. So, ich bin ganz aufgeregt, denn ich weiß noch gar nicht, was drin ist. Man hat es so ein bisschen angeteasert gesehen auf der Homepage, aber ich glaube, den kompletten Inhalt, entweder kann ich mich nicht dran erinnern, auch ganz aufgrund der ganzen Produkte, die jemand so im Black Friday Sale gesehen hat. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich weiß nicht, was drin ist. So schaut sie auf jeden Fall aus. Sammy, bist du ganz neugierig? So sieht die Box dann komplett ausgepackt aus und sie ist schwarz, hat hier so ein goldenes Feuerwerk, marmoriertes Muster, Gedöns. Hui, da kommt schon Duft raus, ne? Die ist wirklich schwarz, Black Friday und so. Oh. Ja, irgendwas, also zum Teil ledrig und zum Teil frisch. Okay, wir gucken einfach mal rein. Wir haben ein Seidenpapier mit einem Klebi, was wir jetzt einmal öffnen. Und hier haben wir den Blick in die Box. Was haben wir denn da Feines drin, Sammy? Sammy hat es sich schon mal neben mir sehr bequem gemacht. Und zwar habe ich als erstes von Solista Beauty eine Charcoal Detox Instant Facial Maske. Okay. Ja, eine Aktivkohlemaske, die schwarz ist. Das finde ich super. Sowas verwende ich sehr, sehr gerne. Ich liebe Tuchmasken. Ich finde es herrlich. Take Me With You Travel Friendly. Das finde ich auch sehr witzig. Warum? Okay, ja, das kannst du im Flugzeug mitnehmen. Soll man das dann im Flugzeug verwenden? Wobei, ich habe das schon mal gehört, dass im Flugzeug auch tatsächlich viele Menschen so Gesichtsmasken nehmen. Finde ich sehr witzig, ne? Weil die Haut da oben wohl auch irgendwie ein bisschen mehr austrocknet. So, dann habe ich hier ein Produkt. Hangover Hair Elixir and X-Irish Whiskey for Unreal Shine von Paradox. 15 Milliliter ist hier enthalten. Es ist ein Haaröl. Das ist so ein Schlüsselanhänger, ne? Das ist ja ultra witzig. Ich liebe ja Whisky, ne? Ich trinke ja keinen Alkohol mehr, aber Whisky war damals echt meins. Genießer-Whisky, Leute. Genießer. Ja, es riecht nach irgendeinem männlichen Produkt. Das ist sehr interessant. Ja, muss auf jeden Fall getestet werden. Ich habe jetzt aktuell noch was in Verwendung von You & Oil. Das heißt, als nächstes kann ich das hier dann vielleicht öffnen. Ne? Interessant. Glow-to-go Highlighter. Oh nein, ich habe so viele Highlighter zurzeit aussortiert. Egal. Von Kia T. Ja, die Farbe Solstice. Keine Ahnung. Ist halt die Farbe. Oh, ist das schön. Der muss bleiben. Leute, der ist einfach schön. Und das ist nur die Umverpackung. Ah! Okay. Ich kann nicht anders, Leute. Cheetah, ist der schön. Der hat so Sternchen mit drin. Weil der so schön ist, muss der bleiben. Der wird jetzt auch geswatcht. Zack. Okay, krass. Oh mein Gott, der ist richtig glitzerig. Ui, 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 ui. Der ist hammerglitzerig. Also der hat mit einem dezenten, natürlichen Highlighter echt wenig zusammen. Und der hat echt so einen rosa Schimmer mit drin. Aber der ist so hübsch. Da kann ich nicht anders, der muss bleiben. Ich habe hier auch so einen Pinsel von Luxi gerade noch gesehen. Den kann ich ja vielleicht verwenden als Highlighter-Pinsel. Eigentlich ist es eher so ein Blush-Pinsel. Der ist ja auf jeden Fall auch mit drin. Das ist ein, der Luxi 504, der Large Angled. Und der schaut so aus. Ich liebe Pinsel. Und den kann man schon nehmen, auch für Highlighter. Eigentlich ist es eher so ein Blush-Pinsel. Aber ich nehme den jetzt mal hier für den Highlighter. Tipp da mal vorsichtig rein. Und gebe ihn jetzt über meinen normalen Highlighter hier drüber. Okay, ja. Also auf dem Gesicht nicht so extrem, wie ich jetzt befürchtet hatte. Aber ich habe jetzt auch schon vorher einen Highlighter drauf gehabt. Das muss man ja auch wirklich sagen. Und ich habe hier auch vorsichtig reingedippt, ne? Doch, das geht klar. Das ist ein schöner. Ja, 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 ja.
Ich mag ihn. Ha. Ach so, und den Pinsel auch, ne? Den habe ich schon, aber jetzt habe ich ihn nochmal und ich finde ihn toll. So, jetzt habe ich hier so einen Riesen-Oschi und zwar von Naobei. Natural and Organic Body Radiance Lotion. 250 Milliliter sind hier enthalten und das sieht richtig schön aus. Du hast hier oben, das sieht aus wie richtiges Holz und es fühlt sich auch so an. Das ist eine Toning Body Milk. Ach, eine leichte Körpermilch, die quasi deine Haut auch noch tont. Also quasi den pH-Wert ausgleicht. Das macht ja ein Toner im Prinzip. Ich kann ja mal dran riechen. Das riecht einfach frisch und natürlich, ne? So schaut das aus. Also das ist, ne? Sieht ansprechend aus, doch. Wird aber jetzt noch nicht richtig aufgemacht, weil das muss noch verwendet werden. Und das ist ein Produkt, was ich unfassbar gerne demnächst mal verwenden möchte, weil das sieht einfach vom Packaging so ansprechend aus. Ich finde es voll geil. Richtig geil. Crystal Clear Skincare 10-Minute Glow. Ein, was ist das? Stunning Skin in just 10 Minutes. This amazing peel-off mask leaves your skin radiant and hydrated with a glow that lasts. Also das ist eine Peel-off-Maske mit 25 Millilitern, die innerhalb von 10 Minuten machen soll, dass dein Gesicht einen Glow bekommt. Und Leute, das werde ich definitiv mal austesten. Nicht jetzt, weil Fullface geschminkt, gleich fahre ich noch weiter wohin und so. Aber demnächst wird es auf jeden Fall verwendet und da bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert. Werde ich mit dir zusammen wahrscheinlich auf Instagram testen. Ja, folgt mir auf jeden Fall. AIYP, Claudia Rückwärts. Da wird sowas dann gerne mal in der Story geteilt. Das nächste Produkt, was hier drin ist, ist von Dr. Dennis Groß. Das habe ich auch aus irgendeinem Adventskalender. Ja, das war in Adventskalendern drin tatsächlich. Als so zwei Sachets, ne? Ja, ich erinnere mich. Alpha Beta Exfoliating Moisturizer. Das ist eine Feuchtigkeitscreme, würde ich jetzt mal so sagen, ne? Eine Gesichtscreme. Die ist cruelty-free, die ist vegan. Und wie viel enthält sie? Ist geheim. 15 Milliliter. Meine Augen waren so schlecht. Steht hier unten drunter. Ja, Creme. Dann von Aiko. Den hatte ich hier, glaube ich, auch irgendwo schon mal drin. Ja, das ist ein Liquid Eyeliner in der Travel Size von 1,2 Gramm. Ja, ich mag diese Eyeliner total gerne. Diese Filz Eyeliner verwende ich eigentlich nur. Ich mag nicht so gerne Stift Eyeliner, weil die bei mir schnell abstempeln. Aufgrund von leichten Schlupflidern, ne? Aber so Filz Eyeliner, die sind bei mir sehr, sehr haltbar. Das mag ich echt gerne. Und ja, da ist jetzt einer enthalten. Das finde ich super. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe den schon. Kommt mir nämlich gerade sehr bekannt vor. Auch mit dieser Aufschrift. That's where I draw the line. Ja, ich glaube, den habe ich schon, aber es ist ja nicht schlimm. Sowas ist ja relativ schnell auch leer bei mir tatsächlich. Ja, genau. Wird dann, sobald einer leer ist, aufgemacht. Dann habe ich hier von Pixi by Petra. Ich sage es immer wieder, ich möchte mehr von dieser Marke. Ne? Das finde ich, es ist so interessant. Shea Butter Lip Balm, das ist ein Lippenbalsam, ganz einfach. Und ja, das kannst du jetzt in der kalten Jahreszeit sehr, sehr gut gebrauchen. Da verwende ich einfach noch mehr Lippenbalsam, als ich es normalerweise schon tue. Und Shea Butter ist ja wirklich gut für die Lippen. Ja, ne? Sehr cool. Und dann haben wir von Eflom, keine Ahnung, was das ist, das gucken wir uns mal an. Achso, das ist so ein Make-up-Entferner-Gedöns, komm, ich reiße es auf, ich werde es dann auch verwenden. Das finde ich sonst immer so ein bisschen schade, warum schreibt man sowas nicht außen drauf, dass man dann weiß, was das ist, weil hier stehen halt nur die Inhaltsstoffe drauf und das hilft mir nicht weiter. So schlau bin ich nicht, dass ich nur anhand der Inhaltsstoffe sehen kann, was es sein soll, muss ich gestehen. Nee. Ja, das ist ein Cleanser. The End of All Makeup, The Start of Radiant Skin. The iconic Eylom Original Cleanser is the ultimate cleansing balm that pioneered the cleanser category. Baked with over 30 years of expertise, this unique multi-action formula includes an exclusive combination of aromatic clove oil, eucalyptus oil, hops oil and Egyptian chamomile oil. Keeps skin hydrated for up to 12 hours after use. Also das ist ein Reiniger, der hier drin ist. Das ist ein Pöttchen mit 8 Millilitern. Und mit diesem Pöttchen und diesem Tuch sollst du dann dein Gesicht reinigen. Also ich persönlich finde es gut, dass die uns quasi animieren, hey, verwend mal Tücher und keine Einwegwattepads. Aber ich befürchte, dass man dieses Tuch, was hier drin ist, was sehr dünn aussieht, nicht unbedingt gut waschen kann. Wir schauen mal, was die Waschanleitung uns sagt. Und ich fürchte, dass es dann doch wieder so ein Einwegmoped sein wird. Es wäre schade, aber wir gucken mal. Ja, ist halt so ein Tuch, ne? Ich benutze gerne die
40 Grad kannst du doch machen. 100% Baumwolle. 40 Grad Wäsche. Ja, dann werde ich das mal auf jeden Fall auch mal probieren und euch auch davon berichten. Das finde ich sehr, sehr gut. Und es wirkt doch nicht so dünn, wie es ist. Du hast hier auch zwei Lagen von dieser dünnen Lage, ne? Ich verwende ja die Norwell Abschminkpads sehr, sehr gerne. Oder halt die Washis, ne? Genau. Aber jetzt habe ich hier noch so ein weiteres Produkt. Und das ein oder andere habe ich auch noch als Reinigungstuch quasi. Mikrofasertücher fürs Gesicht, auch sehr, sehr geil. Aber halt keine Einwegpads mehr. Ja, und das dann in Verbindung soll man verwenden. Denke, dass ich das heute Abend mal testen werde. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Okay, ja. Diese Box hat 30 Euro gekostet, wenn man sich die so bestellt hat. Dann gab es an Black Friday selber noch die Möglichkeit, 22 oder sogar 25% auf die Produkte zu bekommen, je nachdem, welchen Bestellwert du hattest. Für 30 Euro lohnen sich die Produkte schon. Man hat da, glaube ich, einen Warenwert von, was haben sie gesagt, 200 Euro. Ich blende es dir hier nochmal ein. Sind aber wirklich sehr, sehr hochwertige Produkte, die sich hier jetzt drin verborgen haben. Also kein Schnickschnack, sondern schon ziemlich geiles Zeug. Ja, wie gesagt, eine Box davon kannst du in diesem Video gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Und ja, mir hat's gefallen. Ich freue mich drauf, die Produkte zu verwenden. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!